Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Auch heute wird es nochmal rund um den Marderschaden gehen. Das ganze Thema hat mich letztendlich jetzt doch nochmal eine Woche lang beschäftigt. Und zwar klappt das Ganze nicht so, wie es eigentlich geplant war. Die Versicherung bestimmt die Werkstatt, weil ich eine Werkstattbindung mit in der Versicherung drin habe. Von daher kann ich das nicht alles in einer Werkstatt machen lassen. Das war aber auch ganz gut. Deshalb habe ich nämlich jetzt nochmal mit der Werkstatt gesprochen, die auch die Standheizung in den Wagen eingebaut hat. Und ja, der Herr sagte mir letztendlich, dass das mit den Elektroplättchen nicht so gut ist, weil der Marder nicht dumm ist und der ziemlich wahrscheinlich um die Elektroplättchen rumgehen wird und dadurch da gar keinen Elektroschlag kriegt und aus dem Wagen rausgeht. Er hatte mir jetzt eher empfohlen, erstmal den Wagen anstatt einer Motorwäsche mit so einem Anti-Marder-Geruchsspray einzusprühen. Also sprich, alles was von dem Marder jetzt an Duftmarken und so da drin ist, soll über diesen Duftmarkenentferner quasi verschwinden. Das ist besser als eine Motorreinigung, weil bei der Motorreinigung gibt es immer irgendwo das Risiko, dass doch vielleicht mal in irgendein Stecker Wasser reinläuft und man das erst nach ein paar Jahren merkt und da irgendwelche Probleme hat. Deswegen sollte man nicht unbedingt jetzt eine Motorwäsche machen. Er hat mir da eher zu diesem Spray geraten, was man da einmal durch den Motor durchsprüht. Außerdem sagte er, soll ich mir so ein Gerät einbauen, wo also was quasi Töne aussendet, hochfrequente Töne, die hört der Mensch an sich nicht, aber der Marder hört die und die gefallen dem gar nicht. Und dadurch soll der entsprechend vertrieben werden. Außerdem sagte er mir, man sollte zusätzlich noch so ein Anti-Marder-Spray in den Wagen mit reinpacken. Und es gibt noch so einen Duftbaum. Ich habe jetzt einfach mal alles genommen und getreu dem Motto, viel hilft viel. Er sagte, er hatte Kunden, die das auch entsprechend hatten. Und das hat er bei denen dann so angewendet. Und ja, die hatten mit dem Marder so kein Problem mehr. Und von daher vertraue ich da drauf. Und wenn ich jetzt sehe, ich muss 150 Euro für die Selbstverteidigung da jetzt an der Stelle aufbringen, was mir übrigens auch ein Zuschauer gesagt hatte, dass es da durchaus Sinn machen würde, die Selbstverteidigung rauszunehmen, da die ja auch für Glasschäden greift. Und ja, ich sag mal, das kostet, glaube ich, so circa 50 Euro mehr, wenn man die Teilkasko auf 0 Euro Selbstbeteiligung packt. Und ich sag mal, dann kann man sich ja ausrechnen, wenn man alle 3 Jahre einmal einen Schaden hat, dann rechnet sich das Ganze schon. Ja, kommen wir doch jetzt einmal zu den 4 Teilen, die ich da verwende. Das ist einmal hier dieser Duftmarkenentferner, den sprüht man quasi einmal den kompletten Motorraum mit ein. Und da verschwindet alles, was andere Marder da quasi hinterlassen haben an Duftmarken. Dann gibt es einmal das Ultraschallgerät, das sendet wie gesagt diese Töne aus, die dem Marder überhaupt nicht gefallen. Das muss man einfach an den Plus- und den Minuspol der Batterie anschließen. Braucht auch ganz wenig Strom, von daher brauchen Sie auch keine Sorgen machen, dass es irgendwie die Batterie leer saugt. Das kann man auf jeden Fall einige Monate an der Batterie betreiben ohne Probleme. Dann gibt es noch das Anti-Marder-Spray. Hier sind so kleine Plättchen drin, die verteilt man einfach im Motorraum. Dann sprüht man das auf die einzelnen Plättchen drauf. Und der Gestank soll dann auch den Marder entsprechend fernhalten. Das soll ziemlich bestialisch vom Gestank her sein, von daher würde ich da auf jeden Fall mal eine Atemschutzmaske besser zu aufsetzen. Und dann gibt es an der Stelle noch die Marder-Duftscheiben. Das ist so eine Duftscheibe, die hängt man einfach in den Motorraum rein. Die sendet dann auch einen gewissen Geruch aus, den der Marder nicht mag. Nachdem wir den Wagen jetzt mit dem Duftmarkenentferner eingesprüht haben, schaue ich jetzt mal, wo wir den Ultraschallsensor im Wagen am besten befestigen können. Ja, ich würde das Teil jetzt so hier unten einmal verbauen. Hat den Vorteil, dass es halt direkt auf den Motor drauf zeigt und den Schall entsprechend nach da raus sendet. Und das Problem ist, ich muss die Kabel jetzt hier noch so ein bisschen verlängern, damit ich wirklich bis zur Batterie komme. Das Minuskabel muss noch ein ganzes Stück länger und ja, das Pluskabel könnte sogar, ja, das Pluskabel wird so reichen. Bei meinem Glück gestern hat es nach dem Anschließen des Ultraschallsensors mega angefangen zu schütten. Und ja, ich habe das Ganze dann abends noch eben fertig gemacht, da war es relativ dunkel, da konnte man jetzt nicht mehr groß filmen.
Deswegen zeige ich euch das Ganze jetzt einmal, wie ich es gemacht habe. Den Ultraschallsensor habe ich hier vorne im Fahrzeug verbaut. Dann habe ich die beiden Kabel zur Batterie gezogen, an den Plus- und Minuspol angeschlossen. Das schwarze Kabel habe ich hier an der Stelle noch einmal ein bisschen verlängert, weil jetzt ansonsten nicht gepasst hätte. Und auch hier wichtig, immer darauf zu achten, dass eine Sicherung mit drin ist. Das Pluskabel hat hier an der Stelle die Sicherung mit drin. Außerdem habe ich dann noch die Flasche mit dem Anti-Marder-Duft benutzt. Da waren so kleine Plättchen, Filzplättchen drin, die man im Motorraum verteilt. Und zwar habe ich die einmal an folgenden Stellen verteilt. Einmal hier, eins dahin, eins hier vorne hin und eins hier unten vor die Batterie. Und diese Plättchen sprüht man dann einfach mit dem Anti-Marder-Zeug einmal ein. Das stinkt ganz ordentlich, also sollte man die Nase mal kurz zuhalten. Das riecht auch heute hier noch im Motorraum. Und ja, das Ganze sollte man laut Herstellerempfehlung so circa alle 6 Wochen machen. Ich mache es einfach so, wenn ich auf eine große Tour gehe, dann werde ich das vorher auf jeden Fall einmal einsprühen, weil ich ja dann in der Regel in Waldgegenden parke. Und ja, da werde ich es dann einfach einmal neu einsprühen. Hört sich jetzt nach viel an, aber ich denke mal, so lässt sich es ganz gut handhaben. Und ja, und außerdem habe ich noch diesen Duftstein hier vorne reingehangen. Zeige ich euch auch einmal. Der hängt jetzt noch hier vorne mit drin. Der soll circa 6 Monate halten. Ja, und nach den 6 Monaten soll das Ganze dann ausgetauscht werden. Ja, das war es dann auch schon zu dem Thema Marderschutz. Ich denke mal, dass das Ganze so funktioniert. Wenn ihr nichts mehr hört, dann hat es funktioniert. Ansonsten werde ich mich zu dem Thema auf jeden Fall nochmal melden. Für alle, die jetzt nicht wissen, was genau passiert ist, schaut mal eben, ich verlinke euch oben das Video, wo es rund um den Marderschaden geht. Und ansonsten sage ich jetzt bis zum nächsten Mal. Ciao.